scheint mir recht agil zu sein. Victoria! Ich will den ganzen Platz stehen. Na, immerhin. Aber als Trainer würde ich mit dem Bären gar nicht aufbinden. Es ist. Ali, einfach mal schlagen, ey. Bist du raus? Der jetzt runter. Guck mal, einfach nur rein. Noch reingespielt. Seriöses Spiel. Ja. Gespannt, ob man hinkriegt. Leute. Nicht das Problem, sondern diese Grafiken und das sowas. Das Schneiden ist nicht dramatisch, nee. Das könnte meine Tochter sogar. Ja. Typ ist so eine Pflaume. Ja, der wäre mit drin gewesen. Die haben wohl letztes Wochenende Ja, der Typ. Das war doch mal eine schöne Nummer. Das passt aber auch zu ihm, das Ding. Oi. Oh, Hector. Herr Patrick, Glückwunsch zum Auftaktsieg heute in der neuen Spielklasse 5-0 gegen Wildsachsen. Du bist stellvertretend heute für das Trainerteam da. Was sagst du zum Spiel heute? Wir sind sehr gut gestartet. Ein Riesenspiel von den Leuten. Links, rechts, mega Zug gehabt. Haben sehr, sehr gut zusammengespielt. Viele Passstaffetten, so wie wir es trainiert haben im Trainerteam und auch mit den Spielern. Sehr gut mitgezogen, wie gesagt. Kompakt gestanden, gestaffelt, Staffetten und... Genauso muss es weitergehen. Wir sind als Aufsteiger in die Liga gekommen und so wollen wir weiterspielen. Wildsachsen ist aus der Kreisliga abgestiegen und wir haben denen zu Hause gezeigt, wo, wer der Gastgeber ist und wer hier der Mann im Haus ist. Ja, wo siehst du als Trainer jetzt noch Verbesserungspotenzial?
Natürlich müssen wir noch ein bisschen am Passspiel arbeiten. Einige Stafetten kann man besser ausführen. Auch im Taktischen müssen wir noch ein Stück weit was machen. Man ist nie perfekt, nie zu 100% perfekt. Wie gesagt, da müssen wir noch deutlich an uns arbeiten, um noch besser zu werden, um noch besser in den Saft zu kommen, und gerade auch in der Kondition. Wir haben es bei einigen gemerkt, dass die Kondition da am Ende ein bisschen nachgelassen hat. Da müssen wir noch deutlich nachgehen. Ja, abschließend noch Ausblick nächste Woche, zweiter Spieltag in Altenhain. Unbequemer Gegner. Schwere Auswärtsspiele generell immer im Taunus, auch getrennte Auswärtsspiele. Ja. Kannst du was zum Gegner sagen, beziehungsweise wie ist die Herangehensweise generell und wie bereitet ihr dann die Mannschaft vor? Ja, definitiv. Morgen haben wir erstmal spielfrei. Also die Leute können sich erstmal holen. Wenn wir nächste Woche uns vorbereiten auf den Gegner, es wird schwer in Altenhain. Unser erstes Spiel, wir spielen auch zeitgleich und oder zumindest an einem Tag direkt und das wird eine Hausnummer. Ja. Da zu gewinnen, Auswärtsspiel in der neuen Liga und wir müssen daran ansetzen, was wir heute umgesetzt haben und dann wird das, bin ich zuversichtlich. Ja, dann Glückwunsch nochmal zum Sieg. Vielen und Dank. Bis nächste Woche, danke. Vielen Dank. Ja.